Das ist meine Fliege, der Hildegard. Und der Hildegard ist... Du hast da was. Was? Du hast da was. Wo? An der Nase. Ist weg. Jetzt ist es am Finger. Igitt, jetzt ist es in der Kiste. Igitt, ja, ist schon gut. Igitt. Ja, ist schon gut jetzt. So. Was machst du? Oh. Ich wünsche, du wärst nicht ganz so eklig. Ich bin nicht eklig. Das wünschst du dir? Kann ich dir aber helfen? Siehst du die drei Flaschen da vorne? Hier vorne. Ach so, na klar. Klar. In jeder Flasche wohnt ein mächtiger Flaschengeist. Die können deine Wünsche erfüllen. Wow. Ja. Der Geist in der ersten Flasche heißt was? Der Geist in der zweiten Flasche heißt wie? Und der Geist in der dritten Flasche heißt egal. Alles klar? Ja, natürlich. Drei Geister, drei Flaschen. Was soll daran so schwer sein? Richtig. Weißt du, wie die drei heißen? Nuschelig, rede ich undeutlich. Der Geist in der ersten Flasche heißt wie? Der Geist in der zweiten Flasche heißt was? Und der Geist in der dritten Flasche heißt egal. Alles klar? Ja, na klar. Also, nochmal. Wer wohnt in der ersten Flasche? Was? In der ersten Flasche. Was? Nuschelig, rede ich undeutlich. Was? Wer wohnt in der ersten... Ach, das heißt nicht was, das heißt die bitte. Nee, ohne bitte, nur wie. Was? Nein. Wie? Wie das? Nicht wie was, sondern was wie? Alter, hörst du dir deinen Reden zu? Ich weiß gar nicht, was daran so schwer ist. Nochmal, komm noch, pass auf. Wer wohnt in der ersten Flasche? Was wohnt in der ersten Flasche? Das weiß ich, ein Flaschengeist. Wie ist sein Name? Nein, wie heißt der Geist in der zweiten Flasche? Alter, was fragst du nicht? Ich frage dich! Ich weiß gar nicht, was daran... Vergiss es. Pass auf, nochmal, nochmal. Wie heißt der Geist in der zweiten Flasche? Richtig. Was? Nein, nicht was, sondern wie. Alter, ich stock dich gleich an. Ich weiß gar nicht, was daran... Vergiss es. Wie heißt der Geist in der dritten Flasche? Das ist egal. Das ist nicht egal. Egal ist 88. Woher weißt du, wie alt das egal 88 ist? Jedes Kind weiß, egal ist 88. Ist auch egal, wie alt er ist, das ist egal. Aber können Sie vergessen, den können wir vergessen. Okay, nochmal von vorne. Wer wohnt in der ersten Flasche? Was? Ist das so schwer zu verstehen? Ich weiß gar nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Es ist doch relativ einfach. Was ist mit den kleinen Flaschen? Die beiden kleinen? Ja. Vergiss, das sind Azubis. Das sind das... Azubis, die können doch keine Wünsche erfüllen. Hä? Der in der vierten Flasche heißt ich, der in der fünften Flasche heißt du. Wer wohnt in der vierten Flasche? Ich. Du. Ich. Du. Nein, und wer wohnt in der fünften? Du. Ich schlag dich gleich. Ich weiß gar nicht was, pass mal auf. Ich und du sind in diesem Fall nicht du und ich. Ja, natürlich, klar. Na klar, ich und du sind nicht du und ich. Natürlich, klar, dann bin ich auch nicht ich. So kann man das in der Art sagen. Und dann bist du auch nicht du. So in der Art. Weißt du was, ich habe langsam die Schnauze voll. Von du! Ich weiß gar nicht, was daran so schwer ist. Du willst wissen, wer in der ersten Flasche wohnt. Was? Genau richtig, ja. Und wie heißt der Geist in der zweiten Flasche? Richtig, absolut korrekt. Und wer wohnt in der dritten Flasche? Ich denke, das ist egal. War doch nicht so schwer, oder? Hä? Na, ey. Haben Sie es gecheckt? Er hat's gecheckt. Ja gut, er ist auch der Bürgermeister. Ja. Hat ich's auch gecheckt? Ich will stark hoffen. Ist auch egal. Jetzt fangen wir schon wieder an. Ja, ist in Ordnung. Wir gehen jetzt. Ich bin gerade gekommen. Ich bleib. Nein, wir gehen jetzt. Jetzt bin ich ganz nackt. Sag auf Wiedersehen. Sehen Sie, es ist nur eine Illusion. Was? Eine Illusion? Ich denn das? Du bist eine Illusion. Sag auf Wiedersehen. Sag gute Nacht.
Guten Nacht, 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 Nacht.